Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Heinz das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 8. Mai ist bereits ein Tag des Gedenkens. Und ich darf daran erinnern, wir haben nahezu genau vor einem Jahr hier gemeinsam gedacht. Wir haben eine hervorragende Rede, eine sehr angemessene Rede des Landtagspräsidenten Boris Rhein damals dazu gehört. Er hat diesen Tag historisch damals auch unbestritten vollkommen korrekt eingeordnet. Er hat dann das angeknüpft zur historischen Einordnung, was Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 so klar und deutlich formuliert hat. Er hat diesen Tag so einsortiert als das, was er ist. Einmal ist es gibt die historische Einordnung. Selbstverständlich als Historiker kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass nach diesem einzigartigen Unrecht und Schrecken des Nationalsozialismus der 8. Mai historisch natürlich ein Tag der Befreiung gewesen ist. Das ist vollkommen korrekt, hat auch Boris Rhein hier herausgestrichen. Wir haben das gemeinsam hier auch festgehalten. Auch richtig ist natürlich, und auch das ist unbestritten, das haben wir auch in der ersten Lesung, glaube ich, schon hinlänglich miteinander besprochen, dass natürlich die persönliche Erfahrung der damals lebenden Menschen nicht für jeden das ein Tag der Befreiung dort war oder ein Tag des Glücks oder des Aufbruchs, sondern natürlich auch mit millionenfachen anderen Leitern auch verbunden gewesen ist, mit der Vertreibung aus der Heimat, mit schrecklichsten Straftaten. Und viele, auch Deutsche oder andere Europäer, sind ja direkt dann von anderen Tätern dann wieder eingesperrt worden. Das ist historisch auch unbestritten. Aber eins, und das haben mehrere Vorredner jetzt zuletzt auch Frau Goldbach richtig herausgearbeitet, kann man natürlich nicht machen, was Sie immer wieder versuchen, Herr Dr. Grobe. Sie versuchen dann, wenn es um die Schuld und das Leid, was von deutschem Boden ausgeht, sofort die Kehrtwende und sprechen dann nur über deutsche Opfer. Und diese Relativierung, damit haben Sie Ihre Rede angefangen und haben Sie einen Schwerpunkt Ihrer Rede, als es um den 8. Mai ging, haben Sie dem gewidmet. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Und diese Relativierung oder dieser Versuch der Relativierung, das lassen wir Ihnen selbstverständlich nicht durchgehen. Also, man muss richtig einordnen. Die historische Einordnung, die ist zutreffend beschrieben worden und die sehe ich auch jenseits als der extremen Ränder in der Gesellschaft auch als inzwischen vollkommen unbestritten an. Man muss die persönlichen Erfahrungen der damals lebenden Menschen einordnen, die das selbstverständlich nicht als Betreuung, wenn eine Bombe gerade auf ihr Haus gefallen ist oder sie ihre Heimat verlassen müssen und Angehörige verlieren, können sie es natürlich persönlich nicht als Befreiung empfinden. Das ist ja nun auch unbestritten. Und deshalb ist der 8. Mai ein Gedenktag. Er ist natürlich kein Feiertag im Sinne wie der 3. Oktober, wo wir Deutsche uns unvoreingenommen freuen können, sondern er ist ein Tag des Nachdenkens. Dazu brauchen wir auch keinen Antrag oder keinen Gesetzentwurf. Ich glaube, das tun wir seit vielen, vielen Jahren angemessen. Wir hatten uns darüber unterhalten, wie man das vielleicht verstetigen kann. Da sind wir auch nach wie vor dazu bereit, dass auch, ob man das jedes Jahr macht oder bei Halbrunden und runden Jahrestagen im Landtag auch ein angemessenes Format entsprechend zu finden. Das ist auch vollkommen richtig. Aber dann, wo die AfD dann historisch dann völlig falsch abbiegt, muss ich sagen, machen Sie, Herr Schaus, dann auch immer wieder merkwürdige historische Schlenker an manchen Stellen. Dann sprechen Sie plötzlich vom 8. Mai 1945 sei ein Tag der Völkerverständigung, also bei allem Verständnis auch zur Historie Ihrer Partei. Also ich habe kein Verständnis für die Historie Ihrer Partei, aber das war es ganz bestimmt nicht, ein Tag der Völkerverständigung. Es war ein Gedenktag. Wenn wir Tage suchen zur Völkerverständigung, da haben wir, glaube ich, hinreichend andere Angebote. Als Setzpunkt der CDU haben wir heute Morgen gesprochen über Europa und das einheitliche Recht in Europa, der Rechtsrahmen. Wenn wir über Tage der Völkerverständigung reden, dann gerne über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft und dann der Europäischen Union, der Vertiefung dieser Institution. Aber da weiß ich, dass da an den Rändern des Parlaments das Verständnis dafür nicht so weit ausgeprägt ist und die Sympathien auch nicht. Also suchen Sie sich andere Bezugspunkte. Dieses Gedenken nie wieder. Wir sind jederzeit dazu bereit, das zu intensivieren, zu vertiefen, nicht in dem Sinne, wie Sie das vorhaben. Aus unserer Sicht ist auch dieser Gedanke nie wieder Faschismus, nie wieder Nationalsozialismus, der atmet im Geist des Grundgesetzes, der atmet im Geist der Hessischen Verfassung, unserer gesamten Rechtsordnung. Wir haben dann nicht auf das Jahr 2020 gebraucht und einen Gesetzentwurf der Linken, den Sie in Berlin abgeschrieben haben, den braucht dazu wahrhaftig nicht. Deswegen, das haben wir im Ausschuss ja auch schon signalisiert, als CDU werden wir den heute natürlich auch ablehnen. Der 8. Mai 1945 bleibt für uns diese Verpflichtung. Er war die Stunde Null, wie viele Historiker sagen. Er war der Aufbruch dann in einen neuen deutschen Staat. Erst am 23. Mai 1949 für die Westdeutschen, die erstmals nach langer Zeit wieder Freiheit und Selbstbestimmung
bekommen haben, die dann zunehmend gewachsen ist und dann am 3. Oktober 1990 dann endlich für alle Deutschen, nachdem im östlichen Teil unseres Landes das 41 Jahre durch die Partei, aus der sie hervorgegangen sind, das müssen sie auch weiterhin aufs Brot schmieren lassen, diese Freiheit den Menschen dort vorenthalten worden ist. Also es war ein Startpunkt für ein Deutschland, in dem wir, glaube ich, im Jahr 2021 froh sind, gemeinsam leben zu können. Es ist ein Tag des Gedenkens. Wenn wir zurückschauen, können wir heute dankbar sein, dass die Generation, die jetzt hier sitzt, dies alles selbst nicht erleben musste. Umso mehr sind wir zum Gedenken verpflichtet. Und eins noch vielleicht zum Abschluss, was ich überhaupt nicht mag, Herr Dr. Grobe, ist, wenn Sie dann noch versuchen, Helmut Kohl für sich zu vereinnahmen. Das ist ja, das würde der auch nicht mögen, wenn er sich noch wehren könnte, da er leider nicht mehr lebt. Gestatten Sie mir dazu noch zwei, drei Sätze, Frau Präsidentin, dass Sie das Lebensschicksal auch von ihm, der seinen Bruder im Krieg verloren hat, seiner Ehefrau hier versuchen, für sich zu vereinnahmen. Das ist, ich sage es besser nicht, sonst wird es unparlamentarisch. Aber es passt zu Ihrem Versuch, so zu tun, als seien Sie irgendwie so die CDU von früher. Aber das heute, glaube ich, noch, das behaupten Sie, dass es so ist, aber ich sage es Ihnen heute noch mal ganz freundlich, auch da ich ja gerade das Wort habe. So wie Sie waren wir nie, so wie Sie werden wir auch ganz bestimmt nie. Und meine persönliche Anmerkung, so wie Sie und Ihre Partei möchte ich auch niemals sein. Ich war politisch interessiert schon genug, auch in der Zeit der Wiedervereinigung das Geschehen in Deutschland schon sehr, sehr eng zu verfolgen. Und ich glaube, Helmut Kohl hat sich mit einer Gruppe dort nie gemein gemacht. Das waren damals, hießen die Rechtsextremen noch Republikaner. Da war die Abgrenzung bei dem damaligen Kanzler Helmut Kohl, glaube ich, so stark wie bei kaum bei irgendjemandem. Ich kann mich auch an sehr bewegende Veranstaltungen damals erinnern, die ich verfolgt habe aus der Ferne und aus dem Fernsehen, wie Helmut Kohl mal auf einem vertriebenen Tag erklärt hat, wie die deutsche Frage jetzt beantwortet ist. Also der Mann hat in historischen Fragen immer gestanden und ich glaube, er hatte auch einen etwas größeren historischen Weitblick noch gehabt als die Vertreter der AfD. So viel noch als Bemerkung dazu. Machen Sie es bitte nicht mehr. Der Mann Helmut Kohl, der hat so große Verdienste um unser Land, der braucht sich nicht von Ihnen vereinnahmen zu lassen. Also, wenn wir es zusammenbinden, der 8. Mai ist ein Gedenktag, der bleibt ein Gedenktag, aber was wir nicht brauchen, ist der Gesetzentwurf der Linken. Wir wollen es nicht zum Feiertag erheben, das wäre auch unangemessen, deshalb werden wir auch in zweiter Lesung heute Ihr Ansinnen ablehnen. Als nächsten Redner bitte ich Herrn Müller von der FDP nach vorne. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, allein die Lautstärke der ersten beiden Redner macht deutlich, dass dieser Antrag, dieser Gesetzentwurf wieder genutzt werden soll, um eben politisch zu arbeiten. Und das ist angesichts des Themas bedauerlich, weil wir, glaube ich, in dieser Gesellschaft nach so einer langen Zeit dazu kommen sollten, dass wir einvernehmlich diese Geschichte aufarbeiten und auch die Konsequenzen daraus ziehen. Das ist sehr schade. Wir hatten es schon in der ersten Lesung hier im Landtag so laut und so konfrontativ politisch, links wie rechts. Im Ausschuss war es sehr viel sachlicher. Das war erfreulich. Sehr sachlich war dann sogar besonders sachlich die Aussprache mit dem Landtagspräsidenten. Und jetzt wird hier im Plenum eben wieder versucht, das Ganze politisch für sich zu vereinnahmen und zu nutzen. Herr Dr. Grobe, wenn Sie sich hier hinstellen und es eben relativieren, was am 8. Mai passiert ist, doch, Sie relativieren es, indem Sie das Thema gar nicht ansprechen, sondern direkt danach über die DDR, die SED hin zu Antisemitismus und allem anderen kommen. Nur sich nicht mit der Fragestellung bekommen, was war vor dem 8. Mai. Nein, das haben Sie eben nicht gesagt. Wir sind uns alle einvernehmlich hier. Alle Vertreter, die das hier vorne sagen, haben es anders verstanden und wahrgenommen. Da sollten, ja, Sie brauchen, ja, es ist mir egal, was Sie auf dem Zettel stehen haben. Hier vorne haben Sie sich anders verhalten. Und das ist einfach, ist verharmlost. Es verharmlost die NS-Zeit und es verharmlost eben alles das, was dann auch passiert ist. Und das ist einfach nicht angemessen, auch einer solchen Debatte nicht angemessen, meine Damen und Herren. Genauso wenig, Herr Schaus, wie es immer wieder sozusagen
ist zu emotional. Nein, 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 es wird. Bitte schenken Sie dem Redner mehr Aufmerksamkeit. Nee, es ist zu fassen. Es ist zu fassen. Wenn wir hier gemeinsam ein Ziel verfolgen, und ich glaube, das würde helfen, und das haben wir im Ausschuss auch geschafft, das haben wir im Ausschuss, ja, alles gut, um Himmels Willen. Und das angeboten, das Sitzantrag zurückziehen. Wir haben es angeboten. Ja, an uns ist es nicht gescheitert. Das weißt du auch. So. Ja, so. Wir wollen hier keine Zwiegespräche. Bitte schenken Sie dem Redner die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Fakt ist aber, dass wir, glaube ich, mit der Debatte, die wir hier führen, dem eigentlichen Thema keinen Gefallen tun. Und wenn ich das noch einmal zitieren darf, was schon einmal zitiert wurde, was Richard von Weizsäcker 1985 gesagt hat, der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Es ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Und jetzt, je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, um uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Und das, meine Damen und Herren, hat der Tag heute gezeigt, dass wir davon leider immer noch einen Schritt von entfernt sind, weil wir immer noch Ausweichgefechte und andere Schauplätze uns suchen und uns nicht ehrlich mit der Frage, wie können wir in Zukunft Extremismus in diesem Land bekämpfen? Wie können wir Antisemitismus in diesem Land bekämpfen? Wie können wir uns als Gesellschaft aktiv dagegen stellen und allen Tendenzen, die dort hochkommen, auch entgegentreten? Das ist das, was wir machen müssen. Und das ist das, wo wir auch einen Gedenktag sinnvoll nutzen können, um gerade auch die nächsten Generationen darauf aufmerksam zu machen und das immer wieder im Gedächtnis zu behalten. Das ist nämlich genau das, was ein Gedenktag ausmacht. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir das, ob wir es hier gemeinsam beschließen oder nicht, in einer geeigneten Form auch hier im Hessischen Landtag entsprechend würdigen. Ich glaube, das ist auch im Interesse dessen, was der Initiator des Gesetzentwurfs im Sinne hat. Ich glaube, dass der Austausch mit dem Landtagspräsidenten dort sehr gut war. Wir hatten dort angeregt, dass wir zum Beispiel uns sehr gut vorstellen, einen Schulwettbewerb in dem Zusammenhang mit einzubeziehen, um eben gerade in den Schulen das auch entsprechend aufzuarbeiten. Ich glaube, dass es da jede Menge gute Ideen geben könnte, ob das im künstlerischen Bereich ist, im musischen Bereich, was auch immer. Das kann man frei gestalten. Das sind, glaube ich, die Ansätze, die wir brauchen, um diese Erinnerung an das, was dort passiert ist, an das Leid, an die Tragik des Ganzen. Und es hatte in der Tat wenig mit Völkerverständigung zu tun an der Stelle, sondern es war eine ganz schlimme und eine ganz harte Zeit, aus der man Lehren ziehen muss, wann man unter Umständen frühzeitiger auch die richtigen Konsequenzen ziehen muss. Und das sind die Dinge, die wir als Folgen, mit denen wir verantwortlich umgehen müssen und wo wir uns eben auch immer wieder einen gewissen Zeitraum des Nachdenkens widmen müssen. Und dafür ist der 8. Mai ein geeigneter Tag. Deswegen ist es ein guter Gedenktag, wenn wir ihn so durchführen. Und ich glaube, das können wir auch machen, unabhängig von diesem Gesetzentwurf. Und ich glaube, in der Tat auch einen Feiertag an der Stelle einzurichten, wäre nicht der richtige Weg, wenn dann ohnehin nur bundeseinheitlich. In Berlin war es auch nur ein Jahr. Dort gibt es jetzt einen Gedenktag. Ich glaube, dass dieser Gedenktag der richtige Weg ist. Und vielleicht lassen Sie uns bei aller Emotionalität, und das wäre mein Wunsch, und es wird eben dem Thema nicht gerecht, wirklich versuchen, gemeinsam zu überlegen, wie wir einen solchen Gedenktag sinnvoll und nachhaltig auch ausrichten können, damit nicht nur wir immer wieder erinnert werden, sondern auch diejenigen, die noch weiter entfernt sind, und die Zeit schreitet voran. Deswegen wird es umso wichtiger, immer wieder darauf hinzuweisen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Herrn Rudolph nach vorne. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Grobe, das, was Sie insbesondere zu Beginn Ihrer Rede vorgetragen haben, das war ziemlich widerlich und eine Verhöhnung aller Opfer. Und Sie sollten sich für eine solche Rede schämen. Sie sollten sich schämen. Aber das ist ja ein Teil Ihrer DNA, und die brauchen Sie ja auch. Und unsere Aufgabe, nämlich der anderen demokratischen Parteien, ist es, genau Sie an der Stelle zu entlarven. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte zeigt aber auch, wie schwer wir uns tun mit einer Erinnerungs- und Gedenkkultur. Sowohl die erste Lesung als auch heute zeigt,
dass wir da noch einiges vor uns haben. Den Ansatz, den 8. Mai als einen Feiertag zu installieren, dem können wir als SPD sehr viel abgewinnen. In der Tat wäre es ein gutes Signal, wenn das bundesweit erfolgen würde, in dem Fall über den Deutschen Bundestag. Das wäre das richtige, geeignete Signal, um auch deutlich zu machen, dass wir uns auch zu unserer Verantwortung, zu unserer Geschichte bekennen. Denn der Auslöser des Zweiten Weltkrieges mit all seinen Gräueltaten und Opfer übrigens gegeneinander aufzurechnen, ist so ziemlich das Schäbigste, was man auch in der Politik machen kann. Auch das ist ihr Stil von der AfD. Müssen wir uns immer bewusst machen, dass wir Deutschen eben auch damit die Hauptverantwortung tragen. Der 8. Mai, ja, er könnte ein guter nationaler Feiertag werden. Im Moment gibt es dazu nicht die Bereitschaft auf Bundesebene. Das ist so. Was wir aber hätten machen können, als Hessischer Landtag uns der Verantwortung stellen und einen Gedenktag daraus machen, der jährlich stattfindet. Wir haben das mit der Befreiung der KZs gemacht im Januar seit vielen Jahren. Das ist einmal eine sehr würdevolle Veranstaltung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch schon angesprochen, viele Zeitzeugen der damaligen Zeit gibt es nicht mehr. Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss hat nach einem Besuch im damaligen ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen, das war 1952, gesagt, wir haben von diesen Dingen gewusst, aber es wird nicht mehr viele lange geben, die von diesen Dingen persönlich gewusst haben und das noch miterlebt haben. Und Aufgabe einer demokratischen Erinnerungs- und Gedenkkultur ist es, genau daran zu erinnern. Heute Morgen haben wir, finde ich, in einer sehr sachlichen, vernünftigen Diskussion über die politische Ausgestaltung der Arbeit der Gedenkstätte Hadamar geredet. Da ist es uns gelungen. Bei dem 8. Mai, finde ich, hätte es uns auch gelingen können. Und wir hätten ein klares Signal aussenden, und ich will das ausdrücklich bestätigen, die Rolle des Moderators, es war fast mehr des Landtagspräsidenten, und dann sollten wir auch nicht locker lassen, dass der 8. Mai, und das muss ein wiederkehrendes Ereignis sein, weil wir sehen es ja im Beitrag der AfD, die politische Bildung ist ja so unheimlich wichtig und zu transportieren, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist und warum es dazu gekommen ist. Es hat ja eine Vorgeschichte. Und wir haben die größte Herausforderung zurzeit in der Bundesrepublik durch den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Und da gibt es gewisse Parallelen. Wir hoffen alle, dass sich Geschichte nie wiederholt. Und deswegen ist die Gedenk- und die Erinnerungskultur so unheimlich wichtig. Und da müssen wir auf allen Ebenen arbeiten. Deswegen ist es schade, Frau Goldbach, ich kann alles das, was Sie inhaltlich vorgetragen, unterschreiben. Ich habe nur eins nicht gehört und ich habe Ihnen sehr, sehr genau zugehört, warum die Grünen dann diesen Gesetzentwurf und den Gedenktag ablehnen. Das habe ich nicht gehört von Ihnen. Da haben Sie kein Wort zu gesagt. Ich finde, man kann auch deutlich machen, dass man eine andere Meinung als ein Koalitionspartner an der Stelle ist. Weil ich hatte auch den Eindruck, Herr Kollege Heinz, dass die CDU an der einen oder anderen Stelle weiter ist. Und der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Ihr Parteimitglied, hat 1985 die entsprechend richtigen Worte gesagt, übrigens damals auch nicht unumstritten. Und dass wir uns schwer tun, wenn man sich in der Historie von Gedenktagen in der Bundesrepublik mal anschaut, die erste Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag zum 8. Mai fand 1970 statt, zum 25-jährigen Erinnerung. Das ist ein langer Prozess und ich finde es schade, dass wir hier und heute im Hessischen Landtag eine solche Debatte führen müssen. Ich glaube, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den vielen Millionen Opfern, die produziert wurden durch ein gewaltverherrschendes System. Und die Einzigartigkeit der NS-Zeit, übrigens kein Ton zum Holocaust, über den 8. Mai zu reden, wie der Vertreter der AfD, und nicht ein Wort zum Holocaust zu sagen, das zeigt schon eine Verächtlichung, Machung der Geschichte. Und deswegen kann ich nur gemeinsam an die 5 demokratischen Fraktionen hier im Landtag zu appellieren, wir sollten sicherstellen, dass wir diese Gedenkveranstaltung zum 8. Mai jährlich einrichten, einen würdevollen Rahmen dafür bieten. Das sind wir den Opfern schuldig, aber wir haben auch eine Verantwortung, dass sich so etwas nie wiederholt. Und dass wir eine durchaus schwere Aufgabe vor uns haben, zeigt ja das Verhalten der AfD. Das ist übrigens bewusst so angelegt. Das sind auch keine Versprecher und Fehler. Das ist Teil ihrer polemisch-demagogischen Art und Weise, wie man Politik macht. Und hier geht es um Menschen, die viel erlitten haben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 8. Mai muss uns immer erinnern und mahnen, dass eine Demokratie gelebt werden muss. Und Frank-Walter Steinmeier hat vor wenigen Monaten mal gesagt, Demokratie braucht keine Helden, Demokratie braucht jeden Einzelnen von uns. Ja, dann sollten wir diese Herausforderung annehmen und gemeinsam für die Demokratie eintreten, für die Menschenwürde.
damit sich nie wiederholt, was durch Deutsche in der deutschen Geschichte hervorgetreten ist. Und deswegen haben wir eine Verantwortung. Und deswegen fand ich, war die Debatte keine Ruhmestat heute. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Dr. Grobe von der AfD zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich glaube, hier zeigt sich wieder, dass man uns falsch verstehen will und auch nicht zugehört hat. Ich zitiere noch einmal das, was ich eingangs in meiner Rede erwähnt habe. Vielleicht werden Sie dann wach und sehen, dass ich nicht das gesagt habe, was Sie gerne hören wollten. Ich habe den Historiker Wolfsohn zitiert. Er kam zu dem Ergebnis, ich zitiere ihn, aus damaliger Sicht war der 8. Mai 1945 für die meisten gewiss keineswegs nur Befreiung. Sehr wohl und eindeutig befreitend fühlten sich die NS-Opfer, die wenigen überlebenden Juden in Europa und die noch geringe Zahl der überlebenden deutschen Juden. Was wollen Sie denn noch hören? Ich bin genau darauf eingegangen, aber ich wollte Sie doch mal in Kenntnis setzen. Dankeschön. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Dr. Grobe, wir verstehen Sie nicht falsch. Wir verstehen Sie nicht falsch, wir haben Sie verstanden. Aber die Geschichtsklitterung und die Relativierung von Unrecht durch Nationalsozialisten in Deutschland lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das Ausmaß der Verwüstung und der Zerstörung, das der Nationalsozialismus von deutschem Boden aus in Europa und der Welt angerichtet hat, bleibt unfassbar. Das ist hier zum Ausdruck gekommen. Das Gedenken an die Opfer der Unrechtsherrschaft und des Zweiten Weltkrieges spielt für uns hier im Hessischen Landtag und für die Hessische Landesregierung eine große, eine bedeutende, eine herausragende Rolle. Auch das ist in der Debatte schon betont worden. Zweifelsohne ist ein solches Gedenken nötig und auch angebracht. Und dieses Gedenken findet ja auch statt in der Politik, findet statt in der Gesellschaft. Eine angemessene Begehung dieses Tages steht ja auch nicht in Zweifel. Aber das, was wir hier diskutieren, Herr Kollege Schaus, ist etwas anderes. Die entscheidende Frage ist letztlich, ob es einer Änderung des hessischen Feiertagsgesetzes bedarf. Das ist das Anliegen. Und hier ist ganz klar festzustellen, dass der 8. Mai eben keinen spezifischen Hessenbezug entfaltet. Natürlich haben die Hessen alle profitiert, auch von der Befreiung Deutschlands, wenn Sie so wollen, darüber brauchen wir uns auch nicht zu streiten. Auch die hessische Geschichte ist damit unmittelbar verbunden. Aber es ist eben kein spezifisch hessischer Tag. Deswegen ist es richtig zu sagen, wenn es dazu kommen sollte, dass wir den 8. Mai zum Feiertag erheben sollten, dann kann es kein hessischer sein, sondern es müsste ein bundesdeutscher Feiertag sein. Den zu errichten oder den in ein Gesetz zu schreiben, dafür ist der Hessische Landtag aber nicht zuständig. Vielen Dank. Die Beschlussfassung über diesen Gesetzentwurf führen wir am Ende der Tagesordnung durch.